Gute und herzlich willkommen zum Krause Rundgang über die Streuobstwiese. Ja, wie lange ist her, dass wir auf der Streuobstwiese waren? Bestimmt 2 Jahre. Ist wirklich schon eine Weile her. Ihr habt immer wieder unter den Videos gefragt, wie sieht's denn aus? Gibt's die überhaupt noch? Was hast du denn mit dem Ding geplant? Hast du es hergegeben oder machst du da noch irgendwas? Ja, die gibt's noch und ich mach da auch noch drauf was. Es hat sich aber zu meinem letzte Streuobstwiese-Rundgang viel verändert. Das Video wird mit Sicherheit ein bisschen länger werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und es geht direkt los auf die Streuobstwiese. Wir haben immer noch ein bisschen Nebel, aber die Sonne kämpft sich jetzt durch und wir starten unseren kleinen Rundgang. Ja, was ist da? Was ist da? Ich hab keinen Ball dabei. Ja, der Hund, der ist auch immer ganz narrisch, wenn wir da mal sind. Da ist viel Wild, das riecht er natürlich. Der ist bloß am Schnuffeln und am Suchen. Ist halt auch ein Jagdhund mit drin. So, ich stehe jetzt am unteren Ende der Streuobstwiese. Wir laufen mal durch. Ihr seht, direkt laufe ich jetzt auf Quitte zu. Die habe ich vor ein paar Jahren, beziehungsweise vor 2 Jahren, im Winterschluss verkauft. Ich glaube, für ein paar Euros bloß gekauft. Die habe ich das letzte Jahr mal geschnitten. Oder nicht, sogar in dem Frühjahr ein bisschen drum geschnippelt. Die macht sich gut. Natürlich auch da der Verbissschutz außenrum. Im Hintergrund da am Hund seht ihr die Benjeshecke, die wird natürlich immer wieder bestückt, aber das ist ziemlich exakt in den letzten Jahren. Aber da kann ich euch gleich was anderes zeigen. Ja, das alte Leid, wie immer bei mir da auf der Streuobstwiese, einer der letzten. Ihr seht, die Wühlmaus hat wieder zugeschlagen, der hat letztes Jahr das erste Mal gut getragen und war eigentlich auch der Einzige, der gut getragen hat. Ja, Riechner und dann kannst du fangen. Ja, da war er gestanden. Ist nur noch ein Pfahl. Kommt natürlich wieder irgendwas in einem Korb hier. Ja, was mich arg freut, da guckt, das ist der gelbe Bellefleur. Der blüht jetzt wunderschön. Dem werde ich dann aber die Äpfel runter machen, dass er noch ein bisschen wachsen kann. Ja, unsere Kirschen haben dieses Jahr die erste nennenswerte Blüte. Das freut mich sehr. Ich hoffe, dass kein Spätfrost mehr kommt und wir einmal ein oder zwei essen können. Ja, da unten das scheppe Ding, auf das ich jetzt zulaufe. Ihr seht, mein Kumpel Fabi hat mir da mal so eine wilde Mirabelle ausgebuddelt. Da habe ich da, wie bei meinem Apfelbaum, nur kleiner, so eine Veredelung an der Rinde gemacht. Und wenn ihr da guckt, Alter, das hat sich gut entwickelt. Man sieht halt, die wilde Sämlingsunterlage, die haben halt immer Power noch oben. Da auf meinem wilden Benjeshaufen, da haben sich Himbeeren angesiedelt. Da ist er auch. Da bei der Bären, da muss ich mal ohne unbedingt die ganze Austriebe ohne wieder abknipsen. Das mache ich dann aber im Sommer. Ja, da das Cashbämmel, das blüht das erste Mal dieses Jahr. Da hatte ich eine Maulbeere stehen, die hat leider den Winter nicht überstanden. Dann hatte ich einen Apfelbaum gepflanzt. Habe dieses Jahr im Frühjahr da abgemulcht. Das ist Mischt aus unserer Hasenstelle und aus dem Hühnerstall. Auf jeden Fall habe ich da scheinbar die Mäuse geschafft und habe unten rundherum die Rinde abgelutscht. Also muss ich mir merken, für ganz junge Bäume in der Größe muss ich unbedingt 13 mm Draht noch um die Estrichmatte rummachen für die ersten paar Jahre. Also der ist auch hier. Diejenigen, die mich schon länger verfolgen und meine Videos schon länger gucken, die werden auch heimische Sträucher, die wilde Hecke, das Video kennen. Ich verlinke es euch da oben. Da habe ich jetzt einmal langsam angefangen, das, was übrig ist, zu schützen. Weil es wild hält man das alles kurz. Ihr seht es da. Das ist ein wilder Apfel oder wilde Birne. Das wird auch immer wieder runtergefressen, wenn nichts drüber ist. Da muss ich mal wieder ein paar Erdanger mitbringen und das gescheit verankern. Das fällt nämlich immer im. Also das ist Blödsinn so. Ja, da hier, ihr seht es. An der wilden Rose da auch alles wieder abgeknappt. Also das ist, was ich da Haus nicht einpflanze, ist eh was scheiße. Da sollte ja die wilde Hecke stehen. Schlafen mit euch entlang. Jetzt laufen wir da auf einen Birnbaum zu. Da unten mit Mischt gemulcht. Das werde ich jetzt über den Sommer nach und nach immer wieder abmulchen, um da die Baumscheibe freizuhalten. Also ich will da nicht rumhacken. Ich werde es einfach versuchen, da Schmulche zu machen. Ja, da die Birne habe ich auch etwas ausgelichtet, habe nicht ganz so viel Zeit für die Schneiderei gehabt dieses Jahr. Es ist halt doch viel Fläche zu bewirtschaften und naja, die Zeit, der Tag hat halt nur 24 Stunden und ich mache das immer so
nach und nach, wie ich halt gerade Zeit habe. Wenn ich halt eher ja nicht schneide, ich mache das ja alles nur hobbymäßig, dann schneide ich halt nächstes Jahr wieder ein bisschen. Ich weiß, jedes Jahr wäre besser, aber ich mache das so, wie es mir zeitlich und vor allem halt auch familiär und beruflich passt. Ist ja mein Hobby. Ja, da geht's weiter. Da wilde Hecke, geschützt. Da ist auch mittlerweile Estrich mal da außenrum, ich weiß gar nicht. Naja, du blinzelt nicht immer mehr was hoch. Das hat wahrscheinlich einen anderen Kamerad noch unten gezogen. Du müsst eigentlich ein Sanddorn sein. Aber auch da, wie ihr seht, hat sich da ausgesanddornt. Das ist echt deprimierend, aber ich kann keine wilde Hecke in Brotkorb pflanzen. Also das wäre wirklich zu viel des Guten. Da an der Ecke habe ich auch Zwetschge stehen. Da habe ich schon einmal eine geendet in dem Video. Die war relativ sauer. Ah, die habe ich geschnitten. Ihr seht, habe ich auch da Blüte drauf. Super. Ja, hier habe ich Aronia stehen. Die hat letztes Jahr auch das erste Mal getragen. Da habe ich die Goji-Bär, reinste Unkraut, einfach nicht kaputt zu kriegen. Ja, da hatte ich einmal Maulbeere drin. Die sieht relativ, ganz ohne Wetze grün. Die lebt noch. Bin gespannt, wie die weiter sich entwickelt oder ob sie abgefressen wird von unten. Ja, da wo der Hundi ist, da habe ich jetzt eine Traubenkirsche stehen. Da muss ich einmal, das ist noch die erste Umrandung, das muss ich unbedingt einmal austauschen, aber so eine Sache, das kann ich dann im Herbst machen, wenn es im Geschäft nicht so brummt. Was mich richtig freut, ist mein ganz normale, stinknormale Felsenbirne, also die Standard, ist das eine deutsche Felsenbirne, also so ganz normale Felsenbirne, nichts Zuchtform. Die blüht auch dieses Jahr das erste Mal. Ah, da habe ich immer wieder ein bisschen drauf rumgeknipst, um die so ein bisschen in Halbstammhöhe zu kriegen, also ich bin zufrieden mit. Die Mispel, die treibt mich in den Wahnsinn. Also da muss ich einmal wieder unten rum ein bisschen abzwicken. Die rasiere ich ab und zu mal runter, weil die wächst so dermaßen brutal noch oben. Aber naja. So, gehen wir mal in den eingezäunten Bereich. Da steht ja gleich die Walnuss. Und wie ihr sehen könnt, kriegt die auch dieses Jahr Blüte. Die hat schon einmal geblüht, aber dann hatte man den Spätfrost und da war alles wieder hin. Ich bin jetzt im eingezäunten Bereich. Da habe ich schon mal mein Permakultur-Rundbeet angelegt. Ich verlinke euch das Video da oben. War damals eine coole Aktion, fand ich. Das hat mir richtig gut gefallen. Mittlerweile würde ich es so nicht mehr machen, weil die 50 oder 60 cm Wegbreite und der Radius, das hat nicht zusammen gepasst. Also das war echt scheiße zu mähen. Und wie ihr sehen könnt, es ist weg. Ja, warum ist es weg? Das hat folgende Gründe. Wir haben ja unser Traumhaus gefunden und gekauft mit meiner Werkstatt nebendran. Das wisst ihr ja. Große Garten. Also hat sich der Garten der Haus erledigt gehabt und da brauche ich auch nicht rausfahren, um Beet zu pflegen, sondern mache das lieber zu Hause am Haus, wo ich direkt mit der Schlappe oder Barfuß hinlaufen kann. Deshalb wird das der Haus eine reine Obstwiese werden. Aber Obst ist auch geil, oder? Weiter geht's. Ja, ihr seht, das Ding, das war mal in meinem Garten gestanden. Der Sturm letztens, der hat ziemlich viel zerlegt. Das Ding hier ist runtergeflogen. Aber da oben mein Tank, der steht noch mal da. Den hat zwar weht, der kommt aber jetzt eh weg. Der kommt in den neuen Garten. Die Bank war eigentlich auch mal da oben gestanden, wo das Boot und die Schaukel war. Ihr seht, das ist auch weg. Die Schaukel ist ein Teil jetzt in unserem Garten. Und das Boot habe ich verschenkt. Da dreht sich jetzt einen anderen kleinen Pirat, weil meine haben wir nicht mehr so drauf gespielt. Ja, dass jetzt auch der eingezäunte Bereich ein Obstgarten wird, habe ich da so vor, so maximal Halbstämme zu setzen. Habe ich da wilde Mirabelle, die steht bei meinem Schwiegervater am Wegrand. Dort meine Frau als Kind schon die Mirabelle immer genascht. Deswegen habe ich die mal abgemoost und habe da eins gepflanzt. Konnte dann vielleicht mal irgendwann wieder Kindheitserinnerungen, wenn man da Haus Mirabelle nasche. Da weiter der Kirschbaum. Die Leute, die mich wirklich von Anfang an gucken, da habe ich schon mal noch am Haus von meiner Mutter einen Garten angelegt. Da war der kleine Krotzel drin gestanden. Den habe ich, wie ich ausgezogen bin, mitgenommen und haben das Haus gepflanzt. Ein kleiner Krotzel ist es immer noch, aber der wächst, der wird noch größer. Gehen wir weiter nuff. Da hoffe ich. Da ist der Geburtsbaum von meiner zweiten Tochter. Habe ich ja ein Video drüber gemacht, wie ich den gepflanzt habe. Der entwickelt sich ganz gut, dann werde ich den nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen schneiden. Oben drauf, seht ihr, die Naschi, die blüht, Alter, guckt euch mal an, wie viel Blüte die hat, Hammer, oder? Aber da habe ich leider nicht aufgepasst im Frühjahr, die hätte ich vielleicht weiseln sollen, ihr seht es da unten,
die Rinde, das hat sich abgeschält, das ist durch die Warm-Kalt-Spannungen, das ist scheiße, da muss ich nächstes Jahr ein Brett vorne drauf stellen. Ja, ein Brett vorne drauf stellen oder irgendwas, das beschattet wird, also ich habe keine Lust, das jedes Jahr mit Kalk zu streichen, kann man natürlich auch machen oder ich sage mal, die Net-Bio-Obstbetriebe, die machen es mit Dispressionsfarb zum Beispiel. Aber ich habe mir überlegt, ich hole mir irgendwie so Plan oder irgendwas mit zwei Spießen und stecke das dann immer so rein, dass das morgens geschützt ist von der Sonne. Und wenn es dann mittags sich langsam aufgewärmt hat, kann ja die Sonne drauf scheinen. Kumpel von mir macht bei seinen Hochstämmen alte Rollläden außenrum. Die kann er sich die einzelnen Lamelle so zusammenstecken, wie er sie braucht und hat gleichzeitig noch einen Verbissschutz. Darüber habe ich eine Nektarine. Die habe ich gegen die Kräuselkrankheit gespritzt, aber ihr seht, da geht es schon ein bisschen los. Ah, da habe ich die gute Luise. Da muss ich mal unbedingt eine Estrichmatte drum machen, dass ich da besser drauf komme, weil ihr seht, könnt ihr an den Blättern sehen, da treibt die Unterlage gewaltig von unten aus und das aber nicht so arg. Deswegen muss ich da unten noch ein bisschen rumrasieren. Da habe ich mal durchwachsende Sylvie hier gepflanzt. Die hat auch noch niemand abgefressen, also die treibt auch wieder aus. Obwohl, ihr könnt gucken, Mausloch, 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 Mausloch. Also wirklich, da bei mir auf der Streuobstwiese, da braucht mir keiner erzählen mit Fraßfeinde, Fördern oder sonst irgendwas. Das kannst du daheim vergessen. Der Mausdruck daheim auf der Wiese, der ist so dermaßen hoch und wenn die Fressfeinde zunehmen, dann lege die Mäuse auch noch eins drauf. Also ich muss daheim alles wirklich in den Drohtkäfig einpacken. Es heißt ja immer, mach Sitzstange. Mach Sitzstange. Guckt euch die Videos an, ich mache alles in eine Playlist unter dem Video in der Infobox, was ich daheim alles schon getrieben habe. Da Johannisbeeren aus dem alten Garten haben wir ja mal ausgegraben und da gepflanzt. Die tragen auch dieses Jahr Johannisbeeren. Schmecken scheinbar die Wühlmäuse auch nicht so gut. Dort haben wir Heidelbeeren. Irgendwo waren auch Cranberries dazwischen, aber die hat auch scheinbar jemand genascht von unten. Ihr seht es immer wieder, da die Mauslöcher. Die wilde Johannisbeeren habe ich schon mal auf so einer Müllhalde gefunden. Also im Wald, wo sie den Grünstein immer hinschmeißen. Aber auch die trage ich jedes Jahr gut. Oben noch Stachelbeeren. Da werde ich mir vielleicht auch mal noch einen Ableger machen für den Garten oder in den neuen Garten. Da oben seht ihr ja, da war das Boot gestanden, da ist noch die Holzplattform. Da auf die Terrassierung, da werden auch Feigenbäume hinkommen oder irgendwelche andere Halbstämme. Hier waren ja einmal drei Apfelbäume gestanden. Habe ich ja auch ein Video gemacht, sind wieder zwei abgefressen worden. Das Video, wenn oben noch Platz ist, ist es da, wenn nicht, ist es die Infobox. Die habe ich gerettet, wenn ich dort denke. Blende ich euch mal noch eine Sequenz ein. Also die drei wird jetzt wieder aus, aber waren auch von der Wühlmaus ohne abgenagt. Da ist quasi der letzte Mohikaner von den Bäumchen, die da hinstehen. Da habe ich ja einmal im Kreisbeet, war das da noch, einfach Johannisbeeren-Stecklinge gesteckt. Die sind super gewachsen. Da neben dran ist ein Pulverbaum, den habe ich da mal hingepflanzt. Super Nährgehölz für die Bienen. Wenn ihr irgendwas für die heimische Insektenwelt machen wollt, kauft euch nicht irgendwelche Baumarkt-Insektenhotels mit, was weiß ich, Stirnholz, gebohrtem Nadelholz, Krams. Das ist alles Scheißdreck. Ist gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Pflanzt heimisches Kram, wie zum Beispiel Pulverbaum, gutes Nährgehölz für Insekten und Vögel. Ja, immer mal wieder auf dem Friedhof beim Abräumen von Gräber finden wir Blumenzwiebeln. Ich schläfe immer alles mit Häm. Steckt es dann einfach, egal wo, in die Erde. Und irgendwann kommen natürlich auch da dann die Tulpe raus. Da hüben steht eine Maulbeere. Das ist einfach ein Alba-Sämling. Den habe ich auch mal aus Maulbeeren selber gezogen. Unten am Zaun entlang. Wir befinden uns immer noch im Kreisbeet. Da steht mittlerweile eine Naschibirne. Die blüht jetzt dieses Jahr zum ersten Mal. Da hüben hauptsächlich eigentlich nur für die Insekten. Habe ich mal Weide gepflanzt. Also da war relativ viel los letztens beim guten Wetter. Die hat auch jetzt dann dieses Jahr geblüht. Dann habe ich ja auch mal ein Video gemacht. Ich weiß, ich habe viele Videos gemacht, wo ich die Feige auspflanze im Hochsicherheitstrakt hier auf der Streuobstwiese. Ja, und ich muss sagen, die Rode Bordeaux, die ist auch gekommen. Die ist auch gekommen da raus. Ihr seht es, wenn ihr euch die anguckt. So gut wie kein Frostschaden, also minimal.
Ober die Terminalknospe vielleicht ein leichter Datsche, aber da ohne drunter treibt sie schon wieder aus. Guckt euch an, wie die gewachsen ist. Da habe ich auch im Frühjahr das Marschel vom letzten Jahr rausgeschnitten. Letztes Jahr ist ein bisschen zurückgefroren, aber ich denke mal, die wird sich dieses Jahr gut entwickeln. Dann seht ihr ja da hinter mir die Terrassierung, die ich schon mal da angelegt habe. Gibt es natürlich auch ein Video davon. Da, wenn auch Feige einziehen. Da steht eine, ich werde die Namen von der Pflanze auf der Wiese nicht sagen. Ich habe da mir daheim so eine Kartei, wo ich das alles aufgeschrieben habe, aber wer die Sorte nicht weiß, der überlegt vielleicht zweimal, ob er irgendwas abschneidet oder mitnimmt. Was ist mit dir? Der Hund, der ist bloß am Rumschwimmen. Wie nass bist denn du, hm? Du Hasi? Ja, da haben wir auch Stecklinge und Kram gehabt. Ihr seht, da war ein Goji-Bäre. Wenn ich gucke, ist da nichts mehr von Goji-Bäre, aber ein Scheiloch. Ah, doch, gut, ihr wisst die Goji-Bäre. Ob die noch einmal austreibt, ich weiß nicht. Ah, da auch genagt am Rand. Du guckst schon einmal, was da ist, gell? Wo ist die Maus? Ist da eine Maus? Ist da eine Maus? Wo ist die? Ist sie da? Hä? Wo ist die Maus? Ist da eine Maus? Hä? Wo ist die? Meist darfst du fangen. Ja, da ist auch Aronia. Die hat letztes Jahr schon einmal getragen, weil er dieses Jahr wieder trage, aber auch wie ihr es da seht, kennt, direkt neben dem Mausloch. Also es ist echt, der Haus ist zum Verzweifeln. Ja, Schmetterlingsflieder, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, denn da mal irgendwann zur Pflanze tätige Zeit auch nicht mehr machen. Gehen die Meinungen auseinander. Viele sagen, super für die Insekten. Viele sagen, auf jeden Fall, eigentlich ist es nichts Heimisches. Hätte ich auch, sagen wir mal, Kornelkäse hieß jetzt zu kennen. Oder würde ich jetzt so machen. Ja, wenn man so anfängt mit dem Gartenkram, die Hauptsache ist überhaupt, dass man anfängt mit Garten. Aber wenn man anfängt, ist man, muss ich sagen, naja, bin ich oft noch relativ blauäugig und pflanzt halt einfach mal drauf los, ohne sich großartig Gedanken drüber zu machen. Da geht's los mit der Bären-Connection. Da habe ich jetzt schon, wie ihr sehen könnt, die Maibären, die blühen auch dieses Jahr. Habe ich auch schon mehrere Ableger gemacht von dem Strauch, den habe ich mal für 2,99 oder was im Herbst gekauft. Die steht schon überall bei uns. Und da oben sind auch wilde Himbeeren. Nicht wilde. Mittlerweile sind sie wild, aber die sind von meiner Godi Gabi und von unserem alten Garten habe ich die mitgenommen. Die sind super vom Geschmack her. Da werde ich auch ein paar Ableger machen. Aber die sind nicht horstbildend. Ihr seht, wenn ihr da guckt, so noch und noch wandern die so ein bisschen auf die Wiese rüber, aber das wird ja eh dann wieder mit dem großen Meer gemäht im Sommer. Ja, ich bin wirklich gern da auf der Streuobstwiese, bin ja mindestens einmal die Woche da, auch wenn die Zeit relativ knapp ist, um da irgendwas zu machen. Aber trotz allem ist das eins von meinen echten Gartenprojekten und ich habe da noch wie vor richtig Spaß da raus. Brech halt einfach meine Zeit oder einen Knecht, der mir meine Ländereien bewirtschaftet. Das war's dahin. Im eingezäunten Bereich, wir gehen mal raus und laufen wieder über den oberen Bereich von der Wiese zurück. Komm her. So muss ein Hund heuchen. Auf und aus mit dir. Fein. Wir blicken jetzt da auf den Streuobstwiesenbereich. Da habe ich mir ja einmal die Illusion gemacht, ich pflanze da nun so eine Hecke aus einem heimischen Nadelgehölz aus der Eibe. Ja, und da habe ich gedacht, die Eibe, das ist ja saugiftig, da brauchst du nichts schützen, das frisst der keiner ab. Naja, Pfeifendeckel. Ja, nachdem dann nach meiner Pflanzaktion das erste Mal auf Spitze abgefressen waren, so wie da und da, habe ich dann doch noch einmal genau zum Thema Eibe nachgelesen. Für Reh ist sie nämlich überhaupt nicht giftig, also das ist echt so verrückt, wenn. Aber so ist es halt. Und so wie da steht es fast sage, dass da eventuell der Rehbock sich drauf fegt oder was. Vielleicht sind da jagdkundigere Leute wie ich dabei, die Videos gucken. Könnt ihr ja mal gern unten in die Kommentare schreiben. Da ist ein Apfelbaum. Ich dachte, der wäre hier, aber der treibt jetzt auch aus. Da laufe ich auf den nächsten zu. Ich meine, wie man Bäume schneidet, da gehen die Meinungen ja auseinander. Kriegst du 10 verschiedene Antworten. Also ich schneide so ein Zwischending zwischen den Videos von der Baum- und Rebschule Schreiwaffen, meinem Freund Dominik und von meinem Obstbaumwart Herbert, dem seine Aussage so, je nach Gefühl, beobachte es dann und alles besser wie gar nicht schneide. Aber auch da, herrlich, oder? Der blüht dieses Jahr auch
Wahrscheinlich wird er jetzt dann gleich von Revuelmaus abgefressen. Ja, du laufst jetzt auf den nächsten zu. Das ist auch ein Apfelbaum. Du hast dies ja nichts geschnitten. Naja, wenn ihr euch auch guckt, dann krotzt, da ist auch nicht so viel zu schneiden. Außer dann im Sommer mal unbedingt da ohne die Austriebe ohne. Das habe ich immer verschlafen. Und wenn ich gerade mal eine scherende Bike gehabt habe, dann bin ich nicht draufgekommen wegen dem scheiß Hasendraht. Da muss ich auch jetzt mal langsam das wegmachen und estrisch mal da außen rum. Du hast auch noch einen Apfelbaum. Ah, da sind schon dezent Blüte drauf. Den habe ich auch ein bisschen geschnitten, beziehungsweise eigentlich bloß noch innen neu ausgelichtet und vorne ein bisschen angeklickt, dass ich da ohne Zuwachs habe. Aber habe ich nicht einmal was gemacht. Da freue ich mich besonders drauf dieses Jahr. Mirabelle, die hat letztes Jahr schon getragen. Da hatte ich leider, oder mir hatte nicht so viel davor, weil das waren, sind scheinbar gute Mirabelle und die haben halt leider im anderen geschmeckt. Ich habe da auf dem Gelände drei versteckte Kameras hängen. Die sendet sogar direkt bei Auslöse über das Handynetz die Videoaufnahme zu mir. Ich habe natürlich auch erkannt, wer es war. Das habe ich dann mit dem geklärt. Der wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mal Mirabelle essen. Blüte schei und wird auch hoffentlich dieses Jahr wieder tragen. Und ich muss da unbedingt mal schneiden. Das mache ich dann im Sommer noch der Ende. Nochmal auf das Thema Kameras zurückkommen. Ursprünglich habe ich die Kameras eigentlich bloß aufgehängt, um mir das Wild da bei mir auf der Wiese anzugucken. Aber durch die Bekanntheit über YouTube oder in der Social Media Gedönskrams habe ich doch dann immer mal wieder festgestellt, dass ich da Zaungäste habe und ich da ja alles ein bisschen anders bewirtschaft, wie man es und ich da ja immer alles ein bisschen anders machen, wie man es vor 50 Jahren gemacht hat. Deswegen habe ich da öfters mal Gucker und Zuschauer und leider jetzt auch da an der Mirabelle Ender auf der Wiese. Deswegen habe ich mit den Kameras aufgerüstet. Also ich habe jetzt auf jeder Fläche von uns auch ums Haus rum und im Neuen Garten, da hängen überall gut versteckt Kameras. Also ich weiß dann schon, wenn da Besuch da war. Gerade letztens ein Pflanzenfreund von mir, der versucht da irgendwelche Steillage an der Mosel oder nee, nicht an der Mosel, da Richtung Heilbronn irgendwo die alte Steillage zu retten, pflanzt da neue Kram aus und da hat ihm einer, ich glaube, 30 Paupaus ausgegraben. Das machst du, ne? Ist Landschaftsschutzgebiet, der darf nicht einmal einzäunen. Auf den Kameras hätte er es vielleicht gesehen. Und als Tipp habe ich ihm gegeben, hängt vielleicht noch eine irgendwo an die Zufahrtswege. Weil man kann ja das Auto ein bisschen weiter wegstehen lassen. Und wenn du unterwegs noch eine Kamera hängt, sieht man da vielleicht auch die Nummer. Naja, so ist es halt. Hältst du Tag, musst halt auf deinen Kram gucken. Ist leider so. Die Leute kennen alles Gebrauch. Und scheinbar, wenn nirgends ein Zaun außen rum ist, ist es allgemein gut. Genug gemault, weiter geht's. Da ist das Schreibereck. Da habe ich zum Beispiel blaues Grischal. Da habe ich letztes Jahr gedacht, so, der Freund ist hier, aber das redet mich. Guckt euch, oh, ist blöd, super. Da unten habe ich die Zwetschge Hanita. Die habe ich auch minimal geschnitten. Ihr seht es noch oben. Mein Obstbaumwatt, der hat oben angeklickt. Dominik Schreiber sagt ja, oben nicht angeklickt. Wir wollen ja ohne unseren Wuchs. Deswegen die Stammverlängerung nicht angeklickt. Ja, du, Marille im Odewald, oder du bei mir, also Aprikose, wie sie bei uns heißen, scheint irgendwie, entweder habe ich da Scheiße an den Finger oder es funktioniert halt einfach da nicht, die ist kaputt, ist schon die dritte, Marille werde ich sein lassen. Da habe ich auch noch ein Pfirsich, das müsste der UFO 3 oder 4 oder 285 sein, ne, ist UFO 3. Die blüht auch dieses Jahr, oder der Pfirsich. Den habe ich gespritzt gegen die Kräuselkrankheit, aber ich sehe da minimale Befall. Pflücke ich immer so ein bisschen ab, wenn ich sehe, was sich kräuselt und hoffe, dass das so langt. So, das war's mit dem Rundgang auf der Streuobstwiese. Sorry, dass es so lange gedauert hat, habe ich immer wieder gesagt, ich mache eine. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. In diesem Sinne, wir sehen uns. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Sag ich schon, Hund, guck da oben. Oben steht er. Guck da wieder. Das ist bestimmt ein Reh. Vorhin habe ich eins gesehen. Ja, dich meine ich, komm her. Die heißt schon gut. Also, wir gehen auch zweimal die Woche in die Hundeschule. Also, so muss das sein mit dem Hund. Komm her, mein Spatz. Fein.